Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes. Der Gesetzentwurf wird eingebracht von Herrn Staatsminister Grüttner. Nee. Wer macht das? Das ist die zweite Lesung. Zweite Lesung, Klaff Iffelmann. Fraktion CDU und BÜNDNIS 90, dann macht sie eben gerade. Bitte sehr, Frau Kollegin Klaff Iffelmann. Hat ganz ehrlich geguckt, der Minister. Ja. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses zweite Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes ist so kurz wie gut. Mit anderen Worten gesagt, es ist sehr kurz und sehr gut. Ich will keine Umschweife machen. Der stetig wachsende Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal in der Altenpflege ist uns allen bekannt. Wir wissen, dass zurzeit etwa 5.000 junge Leute in der Ausbildung zur Altenpflege sind. Ich möchte feststellen, das sind mehr als dreimal so viele als noch vor 6 Jahren. Aber dennoch wissen wir auch, dass der Bedarf noch größer ist. Gleichzeitig erkennen wir den enormen Bedarf junger Menschen mit Fluchthintergrund an persönlichen und beruflichen Integrationsmöglichkeiten. Ich begrüße sehr die durch Sozialministerium und Kultusministerium initiierte und von den Trägern, Verbänden, Arbeitgebern und Ausbildungsstätten mitgetragene Landesinitiative Pflege in Hessen integriert. Sie gibt nämlich die richtige Antwort auf zwei wesentliche Bedarfe. Wir brauchen mehr Pflegekräfte, und wir brauchen berufliche Integration von Menschen mit Fluchthintergrund. Die Kooperation von Altenpflegeschulen und beruflichen Schulen im Sinne einer integrierten Modellausbildung nach Abschluss der sogenannten InteA-Klassen ist dazu genau die richtige Maßnahme. Während der Modellausbildung werden zwei Abschlüsse erworben. Es ist der Hauptschulabschluss und es ist der Berufsabschluss zum Altenpflegehelfer. Damit eröffnen wir viele Möglichkeiten. Es ist die Möglichkeit, eben mehr Pflegefachkräfte zu gewinnen, und es ist für die jungen Leute mit Fluchthintergrund nach weiterer sprachlicher Bildung der Schlüssel zur beruflichen Integration und damit auch der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben hier bei uns. Voraussetzung dazu ist die Änderung des Gesetzes und damit die Möglichkeit, eben auch an dem Modellversuch teilzunehmen, ohne vorher den Hauptschulabschluss gehabt zu haben. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Sie dieser ausgesprochen sinnhaften Änderung des Gesetzes zustimmen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff Iffelmann. Für die Aussprache das Wort hat die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat wahrscheinlich einen Sketch von Extra 3 gesehen. Der geht so: Da stehen zwei Befrager einer Gruppe von Menschen gegenüber und stellen denen Fragen. Die Menschen dürfen bei jeder Frage einen Schritt vorgehen, wenn sie das wollen. Auf die erste Frage, wer sucht einen Job, gehen alle einen Schritt vor. Auf die zweite Frage, wer will in einem hohen Maß Verantwortung übernehmen, gehen immer noch die meisten einen Schritt vor. Dann kommt die Frage, wer will einen wichtigen Job in dieser Gesellschaft erfüllen, gehen immer noch alle einen Schritt vor. Wer will Menschen glücklich machen und so weiter. Dann kommt, wer will 16-Stunden-Schichten arbeiten? Da bleiben dann die meisten schon stehen. Wer ist bereit, 70 bis 80 Kilo regelmäßig bei seiner Arbeit zu heben? Da geht dann kein Mensch mehr vor, da gehen alle zurück. Und dann kommt noch die Frage, und wer will das Ganze für einen Hungerlohn machen? Es bleibt noch eine einzige Frau stehen, auf die sich die beiden dann zustürzen. Diese Frau ist eine Migrantin, die kein Wort verstanden hat. Der Sketch ist wahrscheinlich Grundlage dieses Gesetzentwurfs. Ich hoffe mal, dass die Absolventinnen der InteA-Kurse so viel Deutsch gelernt haben, dass sie verstehen, was hier auf sie zukommt.
ein wunderschöner Beruf mit harten Arbeitsbedingungen, unbedingt erforderlich für die Gesellschaft, in der immer mehr Menschen hochaltrig sind und einen hohen Pflegebedarf haben, der von der Familie nicht mehr gewährleistet werden kann. Aber auch ein Beruf mit einem enormen Personalmangel. Einem Personalmangel wollen Sie jetzt ein Stück abhelfen, indem Altenpflegehelferinnen ausgebildet werden sollen, die während der Ausbildung den Hauptschulabschluss erwerben können. Im Prinzip keine schlechte Sache. Ich frage mich nur, warum der Abschluss nicht bereits in der InteA-Maßnahme erfolgt. Aber das war ja gar nicht erst vorgesehen. Also vielleicht liegt da einmal der erste Fehler des ganzen Konstruktes. Den Personalmangel mit Zuwanderung zu verringern, ist sicher sinnvoll, wenn die Betroffenen sich dazu bereit erklären und nicht vom Jobcenter genötigt werden und wenn sie dafür geeignet sind. Denn dann ist es eine gute Sache. Es hilft aber nicht, Sie können gern hier vorkommen und reden, jetzt rede aber, glaube ich, ich. Es hilft aber nicht, den Personalmangel insgesamt zu bekämpfen, denn der hat seine Gründe. Ein Problem des Berufes ist, dass Pflegekräfte von dem Gehalt in den Ballungsgebieten nicht einmal mehr ihre Miete bezahlen können, obwohl sie arbeiten bis zum Umfallen. Sie waren ja alle in der Debatte um unseren Antrag der Meinung, dass die Höhe der Vergütung die Aufgabe der Tarifparteien sei. Das ist erst einmal richtig, aber nur, wenn die Betriebe auch tarifgebunden sind. Und das sind gerade in der Langzeitpflege immer weniger. Deshalb gibt es einen Pflegemindestlohn. Dieser wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche festgelegt. Wir haben die Landesregierung aufgefordert, sich dafür stark zu machen, dass dieser Mindestlohn für diese so wichtige Arbeit auf 14,50 € erhöht wird. Das haben Sie abgelehnt, die SPD übrigens auch. Mit den Pflegesätzen aus der Pflegeversicherung lässt sich keine Pflege finanzieren. Dazu gab es ja bereits zynische Sprüche des designierten Gesundheitsministers. Die will ich hier nicht wiederholen. Das verbietet mir meine gute Erziehung. Gleichzeitig wird von Seiten Schwarz-Grüns und der GroKo die Tür immer weiter aufgemacht, dass Altenheime zu Spekulationsobjekten werden. Ich will Ihnen dafür mal ein Beispiel nennen, das auch Hessen betrifft. Der private Altenheimbeträger Alloheim, bundesweit der zweitgrößte, wurde vor Kurzem verkauft. Dieser hat 22 Einrichtungen in Hessen. Erst 2013 wurde die Kette von dem US-Investor US Cherlilly übernommen. Jetzt geht sie in einen Private-Equity-Fonds, der seinen Sitz in Jersey hat. Die Arbeitsbedingungen und die Pflegesituationen verschlechtern sich meist mit jedem Verkauf. Jeder neue Besitzer möchte aus dem Heim Profit schlagen, um es dann wieder weiterzuverkaufen. Ja, das geht genau ums Thema. Es geht nämlich darum, wie gewinnt man Pflegepersonal. Und das tut man eben nicht, indem man Arbeitsbedingungen verschlechtert und die Löhne einfach so schlecht sind, dass dafür niemand mehr arbeiten will. Man muss am Kern ansetzen und nicht anschließend am Symptom doktern und überlegen, ob man hier und da vielleicht auf den Hauptschulabschluss verzichten könnte. Damit werden Sie das Problem definitiv nicht lösen. Altenheime gehören nämlich zur Daseinsvorsorge und sollten auf jeden Fall dem Gewinnstreben entzogen werden. Aber das geht nicht in Ihren Kopf rein. Das merkt man ja in den Zwischenrufen. Immer weniger Pflegekräfte müssen immer mehr multimorbide Bewohnerinnen versorgen. Da wundert doch der Pflegemangel, der Personalmangel nicht. Und es wird sich auch nicht ändern, solange sich die Arbeitsbedingungen nicht ändern. Bessere Bezahlung, bessere Personalschlüssel, mehr gesellschaftliche Anerkennung, das muss schon drin sein. Dann gibt es auch wieder mehr Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen und bereit sind, dort zu arbeiten oder ihre Arbeitszeiten aufzustocken. Das sind die Initiativen, die wir von der Landesregierung erwarten. Und da müsste wirklich richtig viel passieren, denn das Problem ist größer als die kleine Lösung, die Sie hier anbieten. Die wird nicht eine Lösung herbeibringen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, der heute vorgelegt wird, der macht aus unserer Sicht auf den ersten Blick mal Sinn. Es steht noch nicht so viel drin in der Frage, was ist da drumherum vorgesehen, wie will man die jungen Leute aus den InteA-Klassen tatsächlich dazu bringen, dass sie dann auch einen entsprechenden Abschluss machen. Also ich denke, da wird sich noch in der Anhörung, aber auch in der Diskussion dazu das eine oder andere an Erkenntnissen noch offenbaren. An sich ist natürlich die Überlegung bei, ich glaube, 5.500 rund Altenpflegerschüler und Schülerinnen, und die wir im Haushalt stehen haben, die auch in den Schulen beschult werden, jetzt für diese
Flüchtlingsgruppe noch einmal 160 Stellen zu ermöglichen. Da zeigt sich auch schon, Frau Schott, hier geht es um 3%. Das sind 3% der Stellen, die wir ausbilden. Das ist nicht der Versuch, jetzt mit einer armen Gruppe von Migranten unser Problem zu lösen und die auszubeuten, sondern das ist der Versuch, eine Chance zu bieten für die, die das wollen und die auch glauben, dass sie geeignet sind. Und es gibt Prüfungen und es gibt Voraussetzungen, die gelten dann auch dort. Und man möchte einfach einen Bereich öffnen, wo man Menschen braucht, die von der Agentur für Arbeit auch als besonders schon hervorgehoben worden sind. Und dem trägt das Land Rechnung. Und da könnte man höchst nur kritisieren, warum erst jetzt, aber nicht, dass es gemacht wird. Die Frage, die dann auch bleibt, Herr Minister, wie wird es dann genau ausgestaltet? Wie will man die besondere Personengruppe dann auch noch aus deren besonderen Anforderungen eingehen? Das muss man dann sich noch einmal anschauen. Die Haushaltsmittel, die dazu genannt worden sind, deuten darauf hin, dass das erst einmal im normalen Rahmen sich alles bewegt. Das interessiert uns. Und wenn Sie jetzt das Thema, Frau Schott, allgemein noch einmal das Thema Altenpflege angesprochen haben und natürlich wieder wie immer Ihren Abgesang auf die Regelung, die wir getroffen haben, hier halten und sagen, der Staat wäre der, der das alles regeln könnte, dann will ich Ihnen einmal sagen, die besonderen Regelungen, die man in dem Bereich der Altenpflege getroffen hat, und vielleicht wissen Sie das nicht, da gibt es im Sozialbereich eine ganz besondere Regel, das ist der Kontraktionszwang. Der Kontraktionszwang, das hört sich ein bisschen abstrakt an, was heißt das? Wenn ich als Privater eine Leistung anbieten kann, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht, das wird geprüft, und finde jemanden, der diese Leistung nachfragt, dann muss mir die entsprechende Versicherung diese Leistung dann auch vergüten. Und das hat dazu geführt, dass das, was man vor 15 Jahren, 10 oder 12, 15 Jahren diskutiert hat, dass wir nicht genug Plätze haben werden in der Altenpflege, dass man gesagt hat, im Rhein-Main-Gebiet, es gibt eine Katastrophe, dass diese Regelung dazu geführt hat, dass der Markt jetzt mehr Plätze zur Verfügung stellt, als wir überhaupt belegen können. So, wir hätten das staatlich reguliert, würden wir heute hier darüber diskutieren, wer die bereitstehenden Plätze kriegt und wer keine bekommen wird. Das ist die Realität, das ist Ihre Politik. Dass wir heute das Privileg haben, über die Qualität von Plätzen zu diskutieren, ist die Vorgabe, dass wir überhaupt erst einmal Plätze haben. Und dass wir natürlich auch in einem schrumpfenden Arbeitsmarkt dafür sorgen müssen, dass solche Berufe auch attraktiv bleiben. Und jetzt bin ich aktiv in einem sozialen Träger, der das auch betreibt, der auch Altenheime im Rhein-Main-Gebiet betreibt. Und wenn man sich mit der Geschäftsführung unterhält, dann sagen die alle, es ist ja lustig, dass die da Mindestlohn und so in den Vereinbarungen haben, aber wenn ich nicht was obendrauf liege, kriege ich im Rhein-Main-Gebiet sowieso keine Pflegekraft mehr. Das ist die Realität, die man momentan hat. Das ist die Realität, die man momentan hat. Und Sie müssen sich doch mal wirklich klar machen, dass diese Möglichkeiten, die der Staat immer wieder macht, die er, wenn er das geplant versucht umzusetzen, dass die am Ende ineffizienter sind, als wenn es vernünftig geregelt in einem Markt abgearbeitet wird. Das ist unsere Überzeugung. Das unterscheidet uns massiv von Ihnen. Wenn wir es so machen wie Sie, dann fühlen wir uns alle gut, aber die Leute haben dann keine Plätze. Das ist die Realität, die wir ja aus Ihrer Gesellschaft kennen, für die Sie stehen, und die wir auch aus Ihrer politischen Denke kennen, für die Sie stehen. Und wir sind der Meinung, dass verantwortliche Unternehmer in einem sozialen Bereich, und wer ist das? Zum Beispiel in den ambulanten Diensten, das sind meistens Pflegekräfte, die sich selbstständig machen, die pflegen wollen, die eher sagen, der Staat überlastet uns mit zu viel Bürokratie. Und vielleicht ist nicht immer mehr Vorgaben, immer mehr Reglementierung die Antwort, wenn man solche Themen bespricht, sondern vielleicht sollte man den Menschen, die da engagiert arbeiten und die halt auch Unternehmer heißen, dass den Menschen genug Zeit bleibt, dann diese ambulante Pflege zu machen. Weil ich glaube, die Antwort der Pflege liegt nicht in den Altenheimen. Die Antwort der Pflege heißt oder wird daran liegen, wie können wir es ermöglichen, dass die Menschen so lange wie möglich in ihrem persönlichen Umfeld leben können und nicht die Frage, wie können wir die Versorgung der Altenheime organisieren. Wenn Sie natürlich auch wissen, wenn Sie natürlich sich mit den Themen auch konkret auseinandersetzen, anstatt immer nur Ihre Parolen zu verbreiten, dann wüssten Sie auch, dass diese Überlegung, wie kann ich Fachkräfte gewinnen, eigentlich alle Beteiligten seit Jahren umtreibt. Seit Jahren. Wir haben Arbeitskreise, wir wissen das von den Unternehmern, wir wissen es vom Staat, wir wissen, dass wir überlegen müssen, wie kriegen wir das hin.
Aber wenn Sie jetzt sagen, wir müssen deutlich besser bezahlen, dann steigen natürlich die Kosten bei der Erbringung der Leistung. So, und wer zahlt denn dann die Kosten? Das sind die Angehörigen, die die Menschen unterbringen. Und genau in dem Spannungsfeld bewegt man sich. In dem Spannungsfeld bewegt man sich. Und wenn Sie immer nur eine Seite beleuchten und vergessen, dass die Angehörigen das auch leisten müssen, dann würde ich Sie mal bitten, mit den Angehörigen zu sprechen. Natürlich ist es eine Frage, was kann ich mir leisten für die Unterbringung und wie kann ich mir eine Unterbringung leisten für die Menschen auch in meiner Nähe, in dem Rhein-Main-Gebiet. Da gibt es eben ein Spannungsfeld. Und die einfache Antwort zu sagen, wir machen alles nur, dass es teurer wird und alles gewinnen dann die Leute, das ist nicht die alleinige Antwort, sondern sie befähigen sich in einer schwierigen Situation der Abwägung. Keiner hier, vielleicht bis auf Sie, macht sich das einfach. Sondern wir müssen versuchen, mehr Menschen zu gewinnen durch bessere Arbeitsbedingungen, durch bessere Bezahlung. Aber es muss auch bezahlbar für die Angehörigen bleiben und die, die dort leben. Und auf die Frage müssen Sie auch einmal eine Antwort geben. Und machen Sie es nicht immer so einfach und stellen Sie sich hier raus, als wären Sie die Einzigen, die sich darüber Gedanken machen. Wir alle machen uns verantwortlich dafür Gedanken. Nur wir müssen auf alles gucken, nicht nur auf einen Teil davon. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich folge sehr interessiert der Diskussion zwischen Herrn Rock und der LINKEN. In der Tat haben wir ein großes, großes Feld, die Frage der Zukunft der Altenpflege, die Zukunft der Pflege. Wir stellen fest, dass der Beruf nicht hinreichend attraktiv ist. Wir haben nach wie vor einen Mangel an Pflegepersonal. Die Bundesregierung unternimmt wieder einen kleinen Schritt mit ihren 8.000 Stellen, die sie schaffen wird. Ich glaube, dass jede Maßnahme, sei sie noch so klein und sei sie kreativ, zielführend sein kann. Wir müssen die komplette Bandbreite aller Möglichkeiten ausschöpfen, um mehr Fachkräfte zu gewinnen. Und jetzt komme ich zu unserem Gesetzentwurf. Da ist es natürlich so, dass auch wir hier im Land überlegen, was kann man tun. Und das Ziel der Initiative dieses Gesetzes ist die Umsetzung einer gemeinsamen Maßnahme von Altenpflegeschulen und beruflichen Schulen im Sinne einer integrierten Modellausbildung in der Altenpflege. Das Angebot soll sich auch an Abgänger aus den sogenannten InteA-Klassen richten, die bisher noch keinen Hauptschulabschluss nachweisen können. Über die gemeinsame Umsetzung der Maßnahme von Altenpflegeschulen und beruflichen Schulen soll der Hauptschulabschluss während der Modellausbildung zu Altenpflegerinnen und Pfleger oder Altenpflegehelfer erworben werden. Mit dieser Modellklausel, mit diesem Gesetz, wird eine Modellklausel geschaffen, wird eine gesetzliche Voraussetzung geschaffen, damit diese integrative Ausbildungsform erprobt werden kann, die während der Altenpflegehelferausbildung auch den Hauptschulabschluss vermittelt. Das ist die Sache, um die es geht. Ich glaube, Herr Rock, Sie haben es ja gesagt, Sie haben wenig dagegen vorgebracht. Sie sagen, das klingt vernünftig. Jetzt geht es ins Gesetzesverfahren. Dann wird man eine Anhörung haben. Dann werden wir hören, was wir noch besser machen können. Aber wir sollten uns doch im Hause einig sein, dass es gibt große Initiativen von der Bundesregierung, 8.000 Stellen zu schaffen. Das wird vom Land. Es gibt viele Initiativen, die Ausbildungsplätze weiter auszubauen, den Job attraktiv zu gestalten. Die Tarifpartner müssen darauf achten, dass auskömmlich entlohnt wird. Sie haben das ja beschrieben, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Aber es bleibt halt ein Problem, dass wir niemanden mit vorgehaltener Pistole zwingen können, diesen Beruf zu ergreifen, sondern wir können eben nur Anreize schaffen. Und dieses Modell hier zielt auf eine kleine Zielgruppe ab, die wir im Auge haben, die dazu dienen könnte, uns dabei zu helfen, diesen Fachkräftemangel ein kleines Stück zu verringern. Und dazu soll das Gesetz dienen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dieses Modell. Und ich hoffe, es findet auf breite Zustimmung des Hauses. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat die Frau Abg. Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, hier im Hause sind wir uns sicher, es ist wichtig, die Pflegeausbildung zu forcieren und attraktiver zu machen. Und die Anpassung der Modellklausel zur integrierten Ausbildung, die können wir unterstützen.
denn sie soll die derzeitigen Schülerinnen und Schüler, die vielleicht noch oder Menschen, die noch keinen Hauptschulabschluss haben, den Zugang ermöglichen zur Pflegeausbildung und gleichzeitig den Hauptschulabschluss ermöglichen. Das begrüßen wir, das unterstützen wir. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Ausbildungsqualität natürlich in diesem Berufsfeld so ausgestaltet und so bleiben muss, wie sie derzeit ist. Pflege ist ein wichtiger Beruf, ein verantwortungsvoller Beruf. Deswegen brauchen wir den theoretischen Unterricht. Wir brauchen das bisherige Tätigkeitsprofil. Und da muss man eben auch schauen, mit dem, was man jetzt vorhat, braucht es dann noch Nachschulungen, muss es Inhouse-Coachings geben. Das wird uns dann die Zeit bringen, ob man so etwas benötigt, wie man das dann bewältigen kann. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist allerdings nur ein kleiner Baustein. Und dazu hat die Marjana Schott angesichts der Herausforderung, vor dem wir mit dem Fachkräftemangel stehen, schon etwas zu gesagt. Ich möchte aber noch einmal sagen, es ist ein erster Zugang, und das ist wichtig. Herr Rock hat gesagt, wir öffnen den Zugang. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Zugang sogar schon noch früher schaffen. Und zwar, dass wir Schülerinnen und Schüler, potenzielle Auszubildende, den Pflegeberuf näher bringen. In Rheinland-Pfalz oder anderen Bundesländern gibt es ein sogenanntes Sozialpraktikum. Da kann man schon einmal reinschnuppern in soziale oder Pflegeberufe. Da geht es um Hilfsbereitschaft, um Empathie, um Verantwortungsbewusstsein, um soziale Kompetenzen, ehrenamtliches Engagement. Und, meine Damen und Herren, ich finde, das sind die tragenden Bausteine unserer Gemeinschaft und unseres Zusammenhaltes. Und ich glaube, dass man dadurch tatsächlich Schülerinnen und Schülern zeigen kann, was für ein toller Beruf der Pflegeberuf ist. Und ich kann Ihnen berichten, bei mir im Landkreis gibt es eine Schule, die Upplandschule, die macht ein Projekt, das nennt sich Helfende Hände. Das ist ein Gymnasium. Da haben sich drei Schülerinnen nach einem solchen Praktikum entschieden, trotz gymnasialer Laufbahn den Pflegeberuf zu ergreifen. Und das zeigt doch, dass solche Maßnahmen Erfolg haben können. Lassen Sie uns doch da auch noch ein Stückchen weitergehen, meine Damen und Herren. Ich habe gerade schon gesagt, Pflege ist ein ehrbarer Beruf. Da sind wir beim Thema Anerkennung und Wertschätzung. Trotz guter Ausbildung, hoher Kompetenzanforderungen und hoher Verantwortung haben wir hier ein geringes Ansehen, eine niedrige Entlohnung, und wir haben ein Nachwuchs- und ein Imageproblem, meine Damen und Herren. Und der Pflegeberuf, keine Frage, Marjana Schott hat das schon sehr stark geschildert, ist ein anstrengender Beruf. Man leistet viel, man übernimmt viel Verantwortung, man begleitet Menschen in Krankheit und im Alter, und das gebührt unser aller Anerkennung, meine Damen und Herren. Im November haben wir diese Debatte schon einmal geführt zur alten Pflegehilfe. Und vielleicht können Sie sich daran erinnern. Ich habe damals die Altenpflegerin Susanne Sachs zitiert. Sie sagte, Altenpflegerin ist der schönste Beruf der Welt, und dass sicherlich in dem einen oder anderen von uns eine gute Altenpflegerin oder ein guter Altenpfleger schlummert. Das ist auch mit Sicherheit so. Sie machte aber auch deutlich, dass die Rahmen- und Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen. Denn, meine Damen und Herren, es ist ein Teufelskreis. Je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto schlechter das Image und desto weniger Menschen wollen im Beruf der Pflege tätig sein. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diesen Teufelskreis bitte gemeinsam aufbrechen. Wir, meine Damen und Herren, werden weiter für verbesserte Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen kämpfen. Für uns gehören dazu die Personalmindeststandards. Und die werde ich immer wieder und solange, bis wir sie hier in Hessen umgesetzt haben, vorbringen, beantragen und hoffe, dass Sie irgendwann auch sagen, wir brauchen eine bedarfsgerechte Personalbemessung, damit nämlich die Menschen, die Pflege brauchen, die Pflege bekommen
und dass auch diejenigen, die in der Pflege tätig sind, die Zeit haben, sich kümmern zu können. Meine Damen und Herren, es ist 11:55 Uhr. Von daher ist es gut, dass wir diesen Zugang schaffen und öffnen und ermöglichen. Dazu gehört neben 12:56 Uhr, aber 11:55 Uhr im Rahmen der demografischen Entwicklung und der Herausforderungen in der Pflege. Lassen Sie also die Zugänge, lassen Sie uns die Zugänge weiter öffnen. Lassen Sie uns Wertschätzung, Anerkennung und das Image verbessern, und das nicht zuletzt durch gute Arbeitsbedingungen und Personalmindeststandards. Ich bin auf die Anhörung gespannt und schließlich auch dann, wenn das Modellprojekt umgesetzt wird, auf die ersten Ergebnisse. Denn dann ist es wichtig, noch einmal zu schauen, wie kann man nachsteuern und wie kann man tatsächlich gute Fachkräfte in der Pflege heranziehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Stefan Grüttner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin den Regierungsfraktionen sehr dankbar für die Einbringung dieses Gesetzentwurfs, weil damit die Möglichkeit natürlich eröffnet wird, in einem gewissen Prozentsatz, in einem kleinen Teil, weitere Interessenten für den sehr spannenden und sehr schönen Beruf der Altenpflegerin oder des Altenpflegers zu gewinnen. Wir dürfen nur nicht so tun, als ob wir bei Null anfangen. Ich will schon daran erinnern, dass ich bereits vor 6 Jahren gemeinsam mit dem BPA in Hessen eine groß angelegte Werbekampagne, in der wir in viele Schulen gezogen sind, um für den Beruf zu werben, gestartet habe. Ich darf daran erinnern, dass es ein permanentes Thema im Hinblick des Gewinnens und des Aufforderns, auch für diesen Beruf werbend tätig zu sein. Klammer auf, eine Beschreibung, wie sie Frau Schott in ihrem Beitrag am Anfang gebracht hat, ist alles andere als eine Werbung für diesen Beruf. Klammer zu. Wir müssen uns nämlich schon einmal selbst überlegen, wie wir diesen Beruf charakterisieren, wenn wir ihn interessant machen wollen. Dann sind solche Beispiele geradezu kontraproduktiv. Nach wie vor, das bleibe ich dabei, und dass es an dieser Stelle natürlich auch notwendig ist, zu sehen, wie haben wir es im Hinblick auf die Ausbildungsplatzkapazitäten gemacht. Wir haben die Deckelung der Plätze aufgehoben. Jeder, der eine Ausbildung sucht, kriegt auch einen Schulplatz. Wir haben zurzeit mit über 5.400 Auszubildenden einen historischen Höchststand an Altenpflegeausbildung in Hessen. Das muss auch gesagt sein. 5.400 Schülerinnen und Schüler, die diesen Beruf lernen wollen. Wir haben die Schulgeldpauschale erhöht, und wir sind momentan dabei, in der Umsetzung des Pflegeberufegesetzes, der Generalistik in der Ausbildung, weitere Veränderungen in der Verordnung vorzunehmen. Und wir versuchen frühzeitig, Personen zu interessieren für diesen Beruf. Wir führen die sogenannten Gesundheitscamps durch, gemeinsam mit Probadis, dem Hessischen Kultusministerium und dem Sozialministerium gehen wir in die Schulen, holen Interessierte, zeigen ihnen die Bandbreite, aber auch die Vielfältigkeit der Inhalte in den Gesundheitsberufen, von der Krankenpflege bis hin zur Altenpflege. Wir gehen nun mit einer solchen Modellklausel, die ermöglicht wird, wenn dieses Gesetz beschlossen ist, einen Weg auch in einer Zielgruppe dafür zu werben, diesen Beruf auszuüben, den wir ansonsten schwierig erreichen, nämlich denjenigen von jungen Migrantinnen und Migranten, die zugewandert sind und die in InteA-Klassen sind und von denen man weiß, innerhalb der InteA-Klassen, dort, wo sie letztendlich auch schon Sprachvermittlung erfahren, dass dort ein Interesse ist. Das wird in Zukunft umso wichtiger sein, weil nicht nur die Fragestellung des Personals und der Personalanforderungen in der Pflege sich ändern werden, sondern dass wir in Zukunft auch verstärkt kultursensible Pflege auf den Weg bringen müssen und anbieten müssen. Und da eignet sich diese Personengruppe ganz besonders dafür. Und man darf an dieser Stelle auch keine Sorge daran haben, dass irgendwelche Standards abgebaut werden. Ganz im Gegenteil. Während einer Ausbildung kann ein Hauptschulabschluss erworben werden. Damit wird mehr erreicht, als man es mit sonstigen Modellen erreicht, nämlich einmal einen Schulabschluss, der durchaus qualifizierend ist, und zum anderen
der Weg in eine Berufsausbildung, in einen Beruf, in dem wir Arbeitskräfte drängend brauchen. Insofern hoffe ich, dass die Anhörung, die durchzuführen ist, auch die entsprechenden positiven Ergebnisse bringt. Und wenn wir den Gesetzentwurf dann in Kraft gesetzt haben, werden wir mit Hochdruck drangehen, die Personen mit den gemeinsamen Beteiligten auszusuchen, sie in diese Ausbildung zu bringen, weil die Altenpflege ist ein toller, ist ein spannender und den Menschen zugewandter Beruf. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache. Wir überweisen den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes in den zuständigen Fachausschuss. Keine Probleme mit, dann ist dies so getan. Wir sind am Ende der Beratungen im Vormittagsteil unserer Sitzung. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, auch dass wir zeitlich das gut geschafft haben. Wir unterbrechen bis 15 Uhr. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis mal wieder so passt. Ne? Tja.